Herzlich willkommen zum Podcast Das Mindset der Champions. Ich bin dein Gastgeber Tobias Kunert und hier tauchen wir gemeinsam in die faszinierende Welt des Unterbewusstseins ein. In jeder Folge erwarten dich inspirierende Menschen mit spannenden Lebensgeschichten und wertvollen Einsichten. Gepaart mit einer guten Prise Humor erforschst du mit uns die Geheimnisse des Erfolgs. Lass uns gemeinsam unser Potenzial freilegen. Lass uns gemeinsam lernen und wachsen. Das Mindset der Champions. Folge 54. Servus vom Campingplatz am Gründensee in Wertach. Und mein Gast heute ist Martin Klemmstein. Servus Martin, schön, dass du da bist. Hallo Tobias, danke, dass ich da sein darf. Herr Martin ist wieder mal ein ganz besonderer Gast. Wir kennen uns seit ungefähr 1,5 Jahren und ich habe dir damals eine Affirmation gemacht, gell? Genau. Eine personalisierte, und so haben wir uns kennengelernt. Und da hat sich herausgestellt, der Martin ist Coach, vor allem für verhaltensauffällige Kinder. Er war selber mal ein verhaltensauffälliges Kind und es gibt ja zwei verschiedene Arten von verhaltensauffälligen Kindern. Nach außen, ja, die wirklich so auffallen, wie wir es kennen, aber auch die besonders stillen Kinder, ja, oder die nach innen hin verhaltensauffällig sind, gehören dazu. So, jetzt nehmen wir diesen Podcast gerade direkt draußen am Campingplatz auf, deshalb hörst du auch den Hausmeister mit dem Traktor vorbeifahren. Es ist so unglaublich schön hier. Wir sind wirklich vielleicht 30 Meter vom See weg, wir sehen zum Ufer mein Camper und Martins Camper stehen sich gegenüber und dazwischen ist die Markise aufgebaut und wir hocken hier im Sonnenschein und dürfen diesen Podcast aufnehmen. Schön, dass du uns zuhörst. Vielen Dank. Gönn dir gerne einen ruhigen Moment oder ein bisschen eine ruhige Zeit und lass dich von uns berieseln. Martin, total spannendes Thema. Also zu meiner Zeit war ich, glaube ich, schon immer so das einzige verhaltensauffällige Kind in der Klasse meistens. Aber die werden ja nicht weniger. Gell? Also momentan ist das gar keine Seltenheit mehr. Oder mittlerweile ist es gar keine Seltenheit mehr. Wo beginnt denn deine Geschichte und wie entstand denn dieses Ganze? Warum? Im Endeffekt, ich war schon immer ein ruhiger, zurückhaltender Junge. Das bin ich von Natur aus. Und dann gab es in meinem Leben ein paar Schnittpunkte. Ich kürze jetzt einfach mal ab. Die Trennung meiner Eltern, als ich 7 Jahre alt war, hat mich ordentlich zurückgeworfen. Da habe ich mich einfach sehr zurückgezogen, mich auch krass in die Verantwortung selber genommen und habe dieses Schema immer weiter perfektioniert, im negativen Sinne. Habe dann immer mehr in mich gespürt, beziehungsweise immer mehr nach außen geguckt. Was ist im Außen los und was kann ich daran verändern, zum Positiven. Kimba, pst. Gibt's doch nicht. So habe ich jahrelang immer gedacht, dass es alles negativ ist, was ich da auf dem Weg lerne. Und durfte, als ich dann mit dem Coaching angefangen habe, lernen, dass es ein Riesengeschenk war, zu sehen, wie geht's meinem Gegenüber, was braucht mein Gegenüber, um ihm dementsprechend helfen zu können. So ging es mir erstmal weit über 30 Jahre schlecht damit, habe dabei aber eine meiner besten Fähigkeiten immer weiter trainiert und ausgebaut. Diese Fähigkeiten nutze ich heute in meiner Arbeit, egal ob es Kinder oder Erwachsene sind, durch meine Erfahrungen, meine eigenen persönlichen und auch die Erfahrungen aus meiner jahrelangen Arbeit in verschiedenen Kindergärten, wo die Verhaltensauffälligkeiten immer mehr zugenommen haben, was jetzt nicht zwangsläufig an mir liegt oder lag. Und diese Verhaltensauffälligkeiten nehmen tendenziell erst nochmal die nächsten Jahre zu, wo die Prognose so aussieht. Dort konnte ich meine Fähigkeiten gut einsetzen, auch erkennen, was ich alles Positives damit erreichen kann bei den Kindern. Habe mich dann auf den Weg gemacht, mit Kindern zu arbeiten, um genau diesen Kindern eine Hilfe zu sein. Sei es die lauten Wilden, die aggressives Verhalten zeigen oder halt auch, wie ich selber, die schüchternen, kleinen, ruhigen Kinder, die immer hinten runterfallen, weil sie angepasst sind, weil sie immer genau das machen, was von ihnen verlangt wird. Und die Lauten kriegen natürlich die Aufmerksamkeit und ich habe es auch selber im eigenen Leib erfahren. Natürlich ist es so, der Alltag ist stressig, egal ob Kita oder Schule oder zu Hause. Die Kinder
die laut sind, die auf sich aufmerksam machen, bekommen auch die Aufmerksamkeit. Und die Kinder, die ruhig sind und sich zurückziehen, bekommen halt keine Aufmerksamkeit. Auch wenn es den Eltern zwischenzeitlich immer wieder auffällt und schwerfällt. Doch der Alltag ist stressig, das wissen wir alle. Und so ist es eigentlich ein Automatismus der Eltern und Erzieher und Pädagogen, dass die Lauten die Aufmerksamkeit bekommen und die Ruhigen eben wenig Aufmerksamkeit. Und das hat bei mir auch über die Jahre zu verschiedenen Symptomen geführt. Ich habe angefangen zu stottern, ich habe eine Angststörung entwickelt, ich habe einen Tinnitus entwickelt und ich habe mich immer und überall angepasst, bis halt diese Stimme in mir gesagt hat, so Martin, bis hierhin und nicht weiter. Habe mich dann auf den Weg gemacht und bin dann vor anderthalb Jahren auf dich gestoßen, Tobias. Habe mir erst eine Affirmation schreiben lassen, war dann so begeistert davon, dass ich mich auch von dir hypnotisieren lassen habe. Habe mir dann noch eine zweite Affirmation schreiben lassen, aufsprechen lassen und ja, das hat mich einfach so gepackt, dass ich gesagt habe, ja geil, genau das möchtest du auch kennen. Und ja, dann habe ich mich mit dir auseinandergesetzt und wir haben einen schönen Weg gefunden, dass ich jetzt die Ausbildung bei dir machen kann. Ja, genau. Martin war jetzt ein Jahr bei mir. Wir haben ganz viel Zeit zusammen verbracht, haben zusammen Menschen hypnotisiert. Also der Martin hat ganz lange Jahre vorher schon mit Kindern zusammengearbeitet. Er ist natürlich selber auch zweimal Papa, hat im Kindergarten gearbeitet, Kinder gecoacht. Und jetzt nimmt er dieses ganze Wissen, was er über Kinder hat, und verpackt es in die Hypnose-Techniken, die ich entwickelt habe. Und da haben wir jetzt ein Jahr zusammen dran tüftelt und jetzt sind die letzten Tage, die wir hier gerade zusammen verbringen, bis dann diese Hypnose-Techniken bei dir zu Hause angewendet werden. Genau. Meine Praxis steht soweit und die Internetseite ist auch fertig. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. www.klemmstein-coaching.de. Klemmstein mit einem M. Und ein Bindestrich dazwischen, dann klappt alles. Du erzählst mir immer wieder mal zwischendurch so Geschichten, was du schon alles mit Kindern erlebt hast. Hast du mal einen so ein Beispiel? Du, weil das Krasse ist ja, obwohl du früher eben einer von den ganz ruhigen warst, kannst du heute eben mit beiden, ja, sowohl mit den ganz lauten als auch mit den ganz in sich gekehrten. Hast du da mal so ein Beispiel, wo jetzt irgendwie mal sowas erlebt hast, wo du dann deine Fähigkeiten eingesetzt hast und was sich dann entwickelt hat? Also ich kann sagen, ich habe damals einen Jungen neu in die Gruppe bekommen, der vorher in einer anderen Einrichtung war und dort als extrem verhaltensauffällig galt. Also er ist schreiend durch die Einrichtung gelaufen und war laut der Einrichtung nicht tragbar. Dieser Junge kam dann zu uns in die Einrichtung. Und das Team, in dem ich gearbeitet habe, wir hatten alle eine sehr ähnliche Einstellung zu verhaltensauffälligen Kindern, was den Kindern sehr positiv zugekommen ist. Allein diese Einstellung hat schon über die Hälfte des Verhaltensauffälligen von ihm weggenommen, weil er sich gesehen gefühlt hat, weil er sich wertgeschätzt gefühlt hat und weil er das Gefühl vermittelt bekommen hat, so wie ich bin, bin ich gut. Und das hat ihm zum einen in der anderen Einrichtung leider gefehlt. Wir haben dann intensiv mit dem Jungen gearbeitet, ihm immer wieder neue Strategien vorgelebt. Wenn es Konflikte gab, haben wir diesen Jungen beiseite genommen, mit ihm gesprochen, ihm neue Strategien an die Hand gegeben. Und so hat er sich in der Zeit, wo er bei uns war, sehr positiv entwickeln können. Hab diesen Jungen jetzt anderthalb Jahre, nachdem er in der Schule war, nochmal wieder getroffen. Ich habe ihn erst fast nicht wiedererkannt. Die Mutter war hellauf begeistert und meinte, es wäre genau richtig gewesen, wie es passiert ist. In der Schule funktioniert alles super. Er hat zwar noch seine Eigenheiten, ist sehr beliebt, ist gut in der Schule und es läuft alles. Und das war einfach nochmal so ein Beispiel, wo mir das Herz aufgeht und wo ich sage, ja, genau, das ist der Weg, um diesen Kindern helfen zu können. Wow, krass. Wer kommt denn jetzt generell zu dir in die Praxis? Also was habe ich für ein Thema mit meinem Kind zum Beispiel, dass ich dann zu dir komme? Ganz klassische Themen sind, das Kind hört nicht auf mich, das Kind schlägt mich oder ins andere Extrem, das Kind traut sich gar nichts zu oder nur sehr wenig zu, klebt an Mama oder Papa, egal wo es hingeht. Nässt ein und sämtliche Auffälligkeiten, die ab von der Norm sind.
Und wenn du jetzt als Elternteil zuhörst und sagst, ah, bei meinem Kind ist XY, ich finde das komisch, mein Partner findet das nicht komisch, dann meldet euch einfach, dann sprechen wir mal drüber und dann kann man ja immer noch sehen, ob es einfach eine sogenannte Marotte ist oder ob wir da was dran drehen können. Und wo ganz genau ist denn deine Praxis? Also meine Praxis ist in Niederkassel-Mondorf. Das ist ein kleines Örtchen zwischen Bonn und Köln gelegen. Und wenn ich jetzt von weiter weg komme, dann geht es trotzdem? Genau. Also ihr kommt einmal zu mir, wir führen ein Vorgespräch, dann hypnotisiere ich das Kind. Und im Anschluss mit den Informationen, die ich aus dem Vorgespräch bekommen habe, erstelle ich eine Affirmation. Das heißt, ich spreche entweder auf dem MP3-Stick oder auf dem Handy eine Datei mit Musik unterlegt für das Kind, was das Kind sich dann einen Monat lang mindestens jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen auf die Ohren legt, um die Hypnose nochmal zu verfestigen und zu verstärken. Und er kann diese Affirmationen jederzeit weiterhören. Und damit haben wir schon mal ein neues Fundament gebildet, womit dieses Kind oder euer Kind in dem Fall ganz neu starten kann. Mir ist auch ganz wichtig, dass Kinder, die gemobbt werden, denen die Stärke mit auf den Weg geben zu können oder zu dürfen, die sie benötigen, damit sie in Zukunft nicht mehr gemobbt werden. Das ist mir auch noch ein ganz wichtiges Herzensthema. Ja, wie gehst denn du mit dem Thema Schuld um? Also wenn ich jetzt schon merke, bei meinem Kind, sag mal, ist irgendwas ganz anders einfach, ja, was dem Kind auch selber Probleme macht. Und ich merke, oh, das könnte vielleicht an meiner Erziehung liegen. Oder an irgendwelchen Fehlern, die ich gemacht habe. Oder dass ich irgendwann zu wenig Zeit hatte. So, wie gehst du da mit dem Thema Schuld um? Schuld, finde ich, gibt es in meiner Auffassung nicht. Denn jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Der Alltag ist stressig. Es muss geguckt werden, dass genug Geld verdient wird, dass der Lebensunterhalt versorgt ist. Es gibt ganz viele alleinerziehende Eltern, mehrere Geschwister. Es kann auch sein, dass es Geschwister gibt, die mehr Aufmerksamkeit benötigen. Und von daher gibt es in meinen Augen keine Schuld. Es gibt eine Verantwortung. Nur ist halt jeder auch so geprägt von seinen Eltern. Das heißt, wenn ich meine Kinder auf eine gewisse Art und Weise erziehe, übernehmen die vieles und geben das an ihre Kinder weiter. Und ihre Kinder geben das an ihre Kinder weiter. Und so können wir das natürlich auch rückwärts sehen. Meine Eltern haben mir das weitergegeben, was sie von ihren Eltern gelernt haben. Und die haben wiederum das gelernt, was sie von ihren Eltern gelernt haben. Und da brauchen wir nicht lange überlegen, dass wir zurück ins Dritte Reich kommen und noch viel weiter. Und da gibt es immer wieder Menschen, die aus diesem System aussteigen, die sagen, stopp, so möchte ich nicht weitermachen und sich dann mit sich selbst beschäftigen, beziehungsweise ihren Kindern die Möglichkeit geben, einen anderen Weg gehen zu können. Und somit verurteile ich weder Eltern noch Erzieher noch sonst irgendwen für ein Verhalten von irgendwem. Es geht einfach darum, dass wir jetzt dieses Problem haben. Und wir jetzt gucken können, wie können wir dieses Problem verändern, idealerweise zum Positiven natürlich. Und das geht natürlich, wie wir alle wissen, am besten schon im Kindesalter. Denn ein Kind, was gestärkt ins Leben geht, wird ein gestärkter Erwachsener, der gestärkt durch sein Leben geht. Und ein geschwächtes Kind wird ein Erwachsener, der geschwächt durchs Leben geht und ganz viele Probleme sich selber erschafft. Und da können wir mit der Hypnose bereits im Kindesalter beginnen, dieses Mindset ins Positive zu wandeln und eine Veränderung herbeizuschaffen. Und jetzt frage ich dich als Elternteil, wie geil fühlt sich das denn bitte an, wenn du siehst, wie selbstbewusst dein Kind plötzlich zur Schule geht oder in die Kita geht und auch im Alltag, im Sportverein plötzlich ein Selbstbewusstsein zeigt und das sogenannte auffällige Verhalten immer weiter verschwindet. Das ist doch einfach ein Riesengeschenk. Ja klar, man kann das theoretisch schon so sagen. Ich bin jetzt schuld, weil dadurch, dass ich so war oder eben nicht war, hat mein Kind das und das. Aber wir sehen das aus Sicht der Unterbewusstseinspsychologie ja immer auch. Es gibt Gründe in der Vergangenheit und es gibt Gründe in der Zukunft. Warum uns etwas oder wofür uns etwas passiert. Da geht es um den roten Faden des Lebens. Wenn du zurückschaust, ist alles, was dir passiert ist, immer das Beste gewesen, was dir passieren konnte. Und es geht ja darum, Dinge im Leben zu lösen. Ja, also kann Mobbing
in der Zukunft ein riesengroßes Geschenk gewesen sein. Weil du hattest vielleicht vorher so schon ein Selbstwertthema. Was heißt vielleicht, wenn du absolute Selbstsicherheit ausstrahlst, ja, und die echt fühlst, dann würdest du nicht gemobbt werden. Und wenn dir das aber passiert, dann ist es vielleicht der Grund, warum du nach einer Leidensphase, egal ob die kurz oder lang dauert, dieses Thema wirklich mal komplett aufrollst und am Ende Selbstwertgefühl hast. Und dann, ja, wenn du ein paar Jahre mal im Selbstwertgefühl gelebt hast oder ein paar Momente, dann schaust du zurück und denkst dir, Mobbing war ein Geschenk. Und schon allein deshalb sollte man sich überhaupt keine Schuldgedanken machen. Natürlich, im Jetzt sollte man sich schon reflektieren, aber rückwirkend eben nicht. Bei uns ist allen genau das passiert, was passieren soll. Auch wenn du sagst, dein Kind bei der Geburt, du hast dich ganz lang darauf vorbereitet, das sollte so natürlich wie möglich passieren. Plötzlich war ein Notkaiserschnitt und du hast das Kind in den ersten Stunden nicht gesehen. Jetzt hat das Kind kein Urvertrauen. Ja, genau. Das ist mir auch passiert, dass ich in den Brutkasten musste, aber genau deshalb ging mein Urvertrauen und mein Selbstwertgefühl und deshalb habe ich mich auf meine Reise gemacht und deshalb bin ich heute da, wo ich jetzt bin und liebe dieses Thema. Also das war ein Geschenk und deshalb die Schuldgedanken, die ich finde, die kann man wirklich komplett rauslassen. Genau, die haben eigentlich im Leben, nicht nur eigentlich, die Schuldgedanken haben im Leben nichts zu suchen. Ja. Wie hast du das denn geschafft? Du machst ja schon krasse Hobbys, ja, zum Beispiel Kickboxen. Ja? Genau. Wie hast du es denn geschafft, in dein Selbstbewusstsein zu kommen? Ja, ich bin einfach zum Tobi gegangen, habe mich hypnotisieren lassen und war fertig. Ja, es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich einfach nicht mehr konnte, wo mein Inneres das geschrien hat und gesagt hat, so möchte ich nicht weitermachen. Und dann gab es halt die Weggabelung. Entweder ich mache so weiter und wer weiß, was dann passiert wäre. Oder ich gehe den Weg, der wehtut, der reflektiert ist und das Leben, also ich habe mich für den Weg entschieden, der Reflexion, der am Anfang auch wehtut und bin absolut dankbar dafür und dann hat das Leben mich an die Hand genommen und mich erstmal geführt. Ich habe mich ganz viel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, ich habe Bücher gelesen, ich habe Podcasts gehört, habe mich dann irgendwann mal coachen lassen, habe gemerkt, oh, Coaching, das passt, das willst du auch mal können. Bin dann über ein paar Umwege zu meiner ersten Coaching-Ausbildung gekommen. Das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann weitere Coaching-Ausbildungen gemacht habe und habe seit etlichen Jahren mir einfach Routinen entwickelt, die mich weiterbringen, wie eine Morgenroutine. Ich setze mich morgens als erstes hin und meditiere. Ich schreibe abends Tagebuch. Ich fange an, stolz auf Dinge zu sein, die in erster Linie oder die im Allgemeinen als selbstverständlich gesehen werden. Ich bin stolz auf mich, dass ich heute duschen war. Ich bin stolz auf mich, dass ich mir heute in Ruhe einen Kaffee gekocht habe. All das sind vermeintliche Kleinigkeiten, die am Ende des Tages doch ein Riesenbatzen sind. Ich habe ganz viel in mir heilen dürfen, indem ich meine Gefühle zugelassen habe. Indem ich angefangen habe, nach meinen Bedürfnissen zu gucken, zu spüren, was brauche ich denn jetzt überhaupt gerade. Und allein das Gefühle fühlen war schon richtige Heilung. Und über die Gefühle kommen wir an unsere Bedürfnisse ran. Und wenn du merkst, boah, ich bin immer traurig, wenn mein Partner mir keine Süßigkeiten mitbringt, dann kannst du dich mal hinstellen und mal gucken, okay, warum bin ich denn traurig? Was brauche ich denn? Und dann ist ein Bedürfnis zum Beispiel nach gesehen werden oder nach Wertschätzung. Und dann kann man gucken, wie schaffe ich es denn, dass ich gesehen werde oder dass ich wertgeschätzt werde, indem ich es einfach anspreche. Du, hör mal, ich bin auch noch da. Teilst du mit mir? Oder kaufst mir auch noch was? Und so verging Tag ein, Tag aus, mal mehr, mal weniger. Und es geht halt aufwärts und dann geht es auch wieder abwärts. Und du darfst nie vergessen, tendenziell geht es immer aufwärts. Es sind wie Wellen. 3 Schritte vor, 2 zurück. Und das gehört mit dazu. Und wenn man sich von dem nicht entmutigen lässt, findet jeder seine Wege, um sich zu befreien von der alten Last, die man jeden Tag mit sich rumträgt. Und im Endeffekt bin ich dann bei Tobias gelandet, bei der Hypnose und hätte ich das früher erfahren, hätte ich mich auch schon viel, viel früher hypnotisieren lassen, weil es einfach mich und auch jeden anderen nach vorne katapultiert. Es ist keine langsame Entwicklung, es geht schlagartig. Also es ist nicht zu beschreiben, wie schön und effektiv Hypnose funktioniert. Ja, mega, das ist wirklich so. Und das war damals auch mein erster Gedanke. Also während meiner ersten Hypnose war ich damals so enttäuscht und dachte mir, klasse, bei mir funktioniert wieder gar nichts. Allein schon, dass ich jetzt Gedanken habe und so weiter. Und einen Tag später oder 2 Tage später habe ich mir gedacht, warum habe ich das nicht früher gemacht?
hätte mir so viel ersparen können. Und was total krasses ist, jeder Mensch hat ja so ein Herzensthema in sich, das er einfach liebt. Ja, wir haben letztens in der Folge mit dem Eugen schon über Talent gesprochen. Ein Talent ist eine Begeisterung für eine Sache, die einem dann irgendwie ein bisschen leichter fällt als anderen. So als spirituelle Menschen würden wahrscheinlich sagen, oder man könnte so sagen, das hast du wahrscheinlich in einem Leben vorher schon mal gemacht. Es fällt dir leicht, du vergisst die Zeit dabei. Und irgendwie sagt es dein Bauchgefühl schon die ganze Zeit. Und immer wenn du das machst, vergisst du die Zeit. Das macht dir Spaß. Du hast Ideen. Und das konnte ich beim Martin so krass beobachten. Der kam mit diesem, immer wenn er über Kinder spricht, leuchtet er. Und so war es aber mit Hypnose genauso. Und das habe ich bei dem sofort gemerkt. Also der hat das so schnell aufgesaugt. Der hat so schnell, immer wenn der auf diesem Stuhl saß und Menschen hypnotisiert hat, der hat nach hinten geleuchtet. Nicht nur seine Augen, so krass. Und auch hier jetzt, immer wenn es um dieses Thema geht. Und das stimmt, ja. Es ist der Weg, der wehtut. Das ist, man kann auch sagen, der Weg der Ängste, wo dir Ängste entgegenkommen, wo du spürst, das sind richtige Ängste. Nicht so Ängste vorm Tod oder so, sondern das sind so Ängste, wo sich es irgendwie so anfühlt, denen sollte ich mich mal stellen, wenn ich mich entwickeln will. Ja. Genau. Und da ist das Leben ziemlich fair, finde ich. Ja, das engt einen dann zum Beispiel mit einer Angst ein und der kann man sich stellen oder man geht ihr aus dem Weg. Lässt das Leben zu, aber dann kommt die Angst einen Schritt mit. Und wenn man dann wieder zurückgeht, wieder mit. Und bei mir war das dann erstmal, keine Ahnung, eine Panikattacke auf einem Konzert, dann war es irgendwie auch Einkaufszentren, dann waren es plötzlich so ein Restaurants, dann war es aber auch schon bei irgendjemandem zu Hause, wenn da 5 Leute waren und dann konnte ich irgendwann gar nirgends mehr hin. Und erst als es so schlimm war, war ich irgendwann gezwungen, dass ich auch mit anderen Menschen mal drüber spreche und dass ich mir diesen Themen stelle. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich immer noch die, ja, keine Ahnung, 80-prozentige Angst von damals, ja, bevor es dann 100 wurde. So, ja, mit 80 hätte ich mich wahrscheinlich irgendwie abgefunden, mit 100 nicht. Und deshalb, es war ein Geschenk. Genau, also du darfst das, was dir widerfährt und was du jetzt vielleicht als Bestrafung siehst oder als ein Thema, was dich total belastet, es ist der Weg in die Freiheit. Es ist der Weg zu deiner Berufung. Ja, und so fühlt sich das an. Ich glaube, wir haben alle eine Aufgabe auf dieser Welt. Und wenn wir die machen, werden wir von innen belohnt. Ja. Genau. Für mich ist das so krass, immer wenn es um Hypnose und diese ganzen Themen, Unterbewusstsein und so weiter geht, ich bin einfach in einem anderen Gefühl. Bei mir kann es sogar sein, wenn ich Zeiten habe, wo ich zum Beispiel mal vor Stress Nackenschmerz habe, das ist immer eigentlich so mein erster Stress oder mein erstes Stresssymptom, dann habe ich, während ich in Gesprächen bin oder hypnotisiere oder zum Beispiel den Podcast mache, keine Nackenschmerzen, weil ich da so krass im Jetzt bin, dass ich es vergesse. Sobald ich aber dann fertig bin, spüre ich es wieder. Das ist schon krass. Martin, danke für deine Ehrlichkeit, danke für deine Offenheit und für diese coole Geschichte. Wenn ich jetzt sage, das hat mich total angesprochen, ich würde mich gerne bei dir melden. Wie ist denn der beste Weg, um dich zu kontaktieren? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wenn ich jetzt Neugier geweckt habe, entweder über Instagram, martin.klemmstein.hypnose oder über die Internetseite www.klemmstein-coaching.de. Dort gibt es ein Kontaktformular oder direkt die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse. Und dann kontaktiert mich einfach und dann schauen wir, was wir alles Schönes erreichen können. Super. Vielen Dank, Martin. Wir wünschen dir jetzt wunderschöne 2 Wochen. Mach's gut. Danke fürs Zuhören. Schau gerne auf meiner Website vorbei, tobias-kuhnert.de. Da gibt es immer alle neuesten Infos und auch Produkte im Shop. Und folg mir gerne unter tobias.kuhnert.hypnose auf Insta. Da laden wir fast jeden Tag Videos aus dem Privatleben hoch, damit du siehst, wir labern das nicht nur, sondern wir leben das auch. Und wenn du uns helfen möchtest, ein geiles Mindset zu verbreiten, dann teil gern den Podcast, schick ihn weiter an deine Freunde und abonniere unseren Kanal, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn der nächste Podcast kommt. Bis dann, alles Gute. Ciao.